Jetzt stehen wir auf dem Stand von Österreich. Und Österreich und China haben ganz gute Beziehungen, hat man mir vor der Messe schon erzählt. Jetzt können wir es hier wirklich sehen. Und neben mir steht... Ist China mit Österreich ist absolut eine gute Verbindung. So viele Leute interessant in Österreich. Österreich hat die Landschaft so wie uns gezeigt. Diese Wirtschaft, Salzkammergut ist berühmt. In Hallstatt, die Stadt kleine, aber in China absolut hoher Punkt, ja, in China. So, und wer hat mir das jetzt alles erzählt? Ja. Wie heißt er? Ja, ist er wegen... Nein, dein Name. Mein Name ist Li Wengang. Ich lebe in Österreich 25 Jahre. Aber ich lebe in Österreich, ist so wie meine zweite Heimat, ja. Genau. So. Aber ich mache für diese Reisebranche, ich habe ungefähr gearbeitet 20 Jahre. Was liebst du jetzt mehr, Österreich oder China? Ja, beide, ja. Beide ist so für mich so wichtig. Natürlich, wie jedes Jahr Chinese mehr als Vorjahr nach Europa gekommen. Aber wir möchten für Chinesen noch ein besseres Service geben, noch eine bessere Information weitergeben. Natürlich, wir haben eine... Dann hast du mir erzählt, genau, dass du eine Kooperation mit dieser Firma hast, die heißt wie? Oikomme? Youcomme, Oikomme, wie aber? Youcomme, Oikomme, ja. Ja? Genau diese Buchstaben EU, sowohl EU-Land. EU 28 Länder, 28 Firma, wir machen zusammen eine AG Gründer in Österreich. So, diese Firma, die 28 Firma kann bessere, noch verbesserte Informationen versammeln, noch bessere, total die Information über diese Reisebranche weiter zusammen Verbindung, zusammen benutzen. Ist so wichtig, eine gute Brücke zu bauen für die Chinesen. Genau. Also für die Chinesen auf der einen Seite, die nach Österreich kommen, aber auch für die Österreicher, die nach China kommen. Absolut gut. Wir haben 28 Länder, wir haben so viele eigene, diese Länder, die Touristen für China sehr interessant. Wir können über unsere Brücke eine Gruppe versammeln, dann weiter zu China schicken. Diese für Kunden ist eine Preisvorteile. Ist billiger, ist eine gute Qualität. Wollen denn die Österreicher überhaupt nach China? Die haben doch so ein schönes Land mit viel Bergen, mit viel Wasser, Seen, alles, ja. Gutes Essen. Ja. Aber trotzdem, das Interesse an China ist ungebrochen. Na, natürlich. Ja. Sind Sie dieses Mal sehr interessant für das Situation? Ja, genau. Essen so gut? Alles super. Na, super, ja. Genau. So, meine Denke ist auch, die beiden Länder für beide Leute, beide interessant. Gut, also dann würde ich sagen, gemeinsam grüßen wir jetzt alle Österreicher, die in Österreich wohnen oder die sagen, wir wollen demnächst nach China fahren, okay? Also, liebe österreichische Gäste, kommt einfach nach China. Wir sind hier gerade in China, wir sind in Sichuan auf der größten Reisemesse, die man sich vorstellen kann hier im Bezirk und es tobt das Leben und wir freuen uns, wenn Sie hier sind und wenn Sie dann noch die Brücke nehmen mit www.youcome.net, dann kriegen Sie alle Informationen, dann kommen Sie auch über diese Brücke nach China und wenn nicht, dann wenden Sie sich an den Mann, der neben mir steht. Wo findet man ihn? In Wien? In Wien. Die Hauptwohnsitz, die Hauptfirma Wohnsitz ist Wien. Natürlich, wir haben 28 Firma in jedem Land. Gibt hier, eine, hier in China? Ja. Okay, ja, das zeigen wir mal. Also für alle Chinesen, die dann, sagen wir mal, auch von Wien mal wieder hierher kommen. Also die Informationen gibt es auf Chinesisch und gibt es auf Deutsch, sodass also jeder Bescheid weiß. Ja, Deutsch. Diese 28 Firma von Dänemark bis Spanien, ist Italien, alles. Wir haben alles dabei. Alles drin. Ja. Okay, also. Wirklich eine gute Nacht. Gut, ja. Dann würde ich sagen, liebe Chinesen, packt die Koffer und fahrt nach Österreich. Nein, das Land ist ein bisschen klein, kommt bitte nach und nach, nicht auf das erste Mal. Aber alle Österreicher können sofort nach China kommen. Das können wir mal machen. Nein, aber da wird es ja auch leer. Ja. Wenn wir Deutschen dann nach Österreich kommen, finden wir ja keinen mehr vor. Du bist nicht da, was sollen wir dann da? Also, okay. Ich bin immer dabei. Okay, also vielen Dank und dann eine schöne Messe noch. Danke. Danke.